Ja, die messen das wahrscheinlich, aber es hat die Tür nicht geändert. Hindi tayo nang nanahan. Nandito tayo sa may Helden Plus at dito ginanap yung ano lang Ukraine concert para sa mga ano sa Ukraine. Danke, Wunschbeck! Danke sobrang ang dami ang tao. Actually, so yun ang program nila is nag-umpisa pa kanina mga 1 o'clock. So then, hanggang 11 pa rin. Ang tao lahat. Ang buong doon. Mamayang mga 7. Magsasalita na yung si Bundespräsident ng Austria. So actually, nakapagbigay na tayo ng ano ng donation doon. Hanggang doon guys. Supportive ng Austria. Yan. SOS, mga ano, pang emergency, yung mga nakadilaw.
Sache umhauen. Ja, geht, geht. Ich bin auf dem und komme ich nicht. Wo sind die Fans von Ina Regen? Wir haben Edmund heute noch im Programm. Einmal bitte Lautstärke für Conchita. Ja, und dann ganz am Schluss hätten wir noch Wanda im Angebot. Und jetzt mal richtig laut für Kari Kagis. Ich bin jetzt auch hier bei uns am Heldenplatz, hier bei uns in Wien. Yes, we care! Geht's euch gut, Heldenplatz? Wir sind Kari Kari. Sehen können. Das hat geheißen, dass diese riesige Bühne und die ganze Infrastruktur zwar auch großteils ehrenamtlich von dieser Veranstalterinnenbranche zur Verfügung gestellt wird, auch dafür großen Dank, aber es blieb ein Kostenteil über. Deswegen möchte ich mich bedanken für Subventionsgeberinnen, Sponsorinnen, Frau Staatssekretärin, einen großen Anteil davon übernommen. Vielen herzlichen Dank. Das Bildungsministerium hat es unterstützt. Es haben Sponsorinnen und Sponsoren unterstützt. Die Erste Bank, danke vielmals. Es hat die Arbeiterkammer unterstützt. Es hat Georg Kapsch, Evelyn Steinberg als Privatperson unterstützt. Andere noch, die nicht einmal genannt werden wollen. Diese Bühne, warum? Seit Tagen. Der Grund, wieso das wichtig ist, dass es heute gratis ist, aber auch, dass heute sehr viele Menschen aus der Ukraine hier sind. Ich wechsle auf Englisch. There are a lot of people from Ukraine who had to flee Ukraine here today in the concert. We want to wish you a warm welcome. We want to express our full solidarity with you who had to come here. And I want to give the word to the minister, to you. Thank you. We want to give a message from Austria to the people of the Ukraine. We feel for you. We stand with you. We support you. Danke. Vielen Dank. Danke, Daniel Landau. Danke, Andrea Mayer. Danke an alle, die hier sind. Wir machen jetzt gleich weiter mit Ina Regen. Der war ein Step zu packen. Ich habe mir gedacht, das ist schon wieder hier, wie der Mayo. Es war okay, aber passt. Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmiedauer. Deswegen sind wir ja auch da. Meine Damen und Herren, yes, we care. We care vor allem mit den Kindern und Jugendlichen, die jetzt in der Ukraine
um ihr Leben fürchten müssen oder auf der Flucht sind und in Österreich oder anderen Ländern Westeuropas landen. Meine Frau und ich sind tief gerührt davon, dass so viele Menschen sich hier eingefunden haben, um ihrer Empathie Ausdruck zu geben, ihrer Betroffenheit, aber auch ihrer Freude darüber, dass wir mit diesem Konzert ein gemeinsames Zeichen setzen können, ein starkes Zeichen für den Frieden, für die Solidarität mit der Ukraine, mit den Menschen in der Ukraine und jenen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Unsere Solidarität gilt allen Menschen auf der Flucht, aber ganz besonders heute denken wir an alle Kinder und alle Jugendlichen, die ihre Heimat verlassen mussten. Dieser schreckliche, vom Präsident Putin befohlene Krieg hat alles verändert, von einer Minute auf die andere. Nichts ist wie zuvor. Draußen vor der Haustür in der Ukraine wird geschossen. Gestern haben die Kinder dort noch gespielt. Bomben fallen auf Schulen. Gestern waren die Schülerinnen und Schüler noch da, haben gelernt, Unsinn getrieben, gelacht. Der Vater, mit dem man gestern noch am Tisch gesessen ist, ist weg. Er ist in der Armee, um eine feindliche Armee zu bekämpfen und sein Land zu verteidigen. Und die, die fliehen, packen das Allernötigste zusammen, was halt gerade noch in einem Rucksack oder in einem Koffer Platz hat. Wo gestern noch Frieden herrschte, wo gestern noch ein sicheres Zuhause war, herrscht plötzlich Krieg. Kein Kind sollte in einem Bunker, in einem Keller ausharren müssen. Kein Kind sollte flüchten müssen. Kein Kind sollte Krieg erleben müssen. Kinder sollen Träume haben, Zukunftsträume, kühne Zukunftsträume. Sie sollen lachen, spielen, lernen können. Kurzum, sie sollen einfach Kinder sein dürfen. Und stattdessen, meine Damen und Herren, stattdessen sind inzwischen mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche geflohen in ein fremdes Land, um ihr nacktes Leben zu retten. Und manche von ihnen kommen bei Verwandten oder Freunden der Familie unter, aber für andere ist es anders. Sie kennen niemand in diesem neuen Land. Sie leben in der Ungewissheit, ob und wann sie zurückkehren können, ob sie je ihren Vater, ihre Verwandten, ihre Freundinnen und Freunde wiedersehen. Sie müssen sich von einem Tag auf den anderen in einem neuen Leben zurechtfinden. Wer diese Schicksale vor Augen hat und ein Herz hat, der muss einfach helfen. Und Österreich wird den geflüchteten Menschen und ganz besonders den Kindern und Jugendlichen in der Not helfen. Und Europa wird helfen. Wir alle. Wir alle sind froh, dass es diese große Hilfsbereitschaft gibt. Und dieses Konzert heute ist auch ein Zeichen dafür, wie Ihnen die Dinge, wie soll ich sagen, zu Herzen gehen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Solidarität. Denken wir daran, welche Herausforderungen an die Kinder und Jugendlichen jetzt herankommen. Sie müssen ja nicht nur den Verlust ihres Zuhauses irgendwie verkraften. Sie müssen nicht nur die Sorgen um die Zurückgebliebenen bewältigen. Sie müssen sich in ihrer neuen Umgebung zurechtfinden. Sie kommen in eine neue Schule. Deutsch ist für die meisten eine neue Sprache. Sie müssen sich in eine fremde Klasse, in eine neue Klasse einleben. Und sie brauchen dafür unsere Unterstützung. Sie brauchen die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer.
die von einem Tag auf den anderen mit dieser neuen Situation umgehen müssen. Ich möchte mich daher ausdrücklich bei allen Lehrerinnen und Lehrern bedanken, die schon in den letzten 2 Jahren mit der Pandemie sehr gefordert waren, die so viel leisten und jetzt wieder vor einer neuen großen Aufgabe stehen. Aber vor allem danken möchte ich den Kindern und Jugendlichen hier in Österreich, die jetzt die Neuankömmlinge im Kindergarten, in der Schule, wo auch immer, mit Verständnis und Mitgefühl in ihre Mitte aufnehmen und sie so willkommen heißen. Im Netz, ich kann mich erinnern, von Netz, im Netz hat vor wenigen Tagen, das war ein Video von einer italienischen Schule, also eine Schule in Italien, wo mit dem Rücken zur Kamera zwei, glaube ich, verschüchterte Mädchen stehen mit dem Schulranzen auf dem Rücken. Und in der Schule sind alle Fenster geöffnet. Da stehen Hunderte von Schülern und Schülerinnen und klatschen. Und die zwei Mädchen stehen immer noch da, bis ein Bub kommt, sie an der Hand nimmt und hineinführt. So sollen wir umgehen mit unseren Kindern und Jugendlichen, denen es wirklich nicht leicht wird. Wir denken jetzt alle an die Menschen in der Ukraine, die, die ihre Heimat verteidigen, die ihr Leben aufs Spiel setzen, die für Freiheit und Demokratie kämpfen. Aber wir denken auch an all jene, die in Russland gegen diesen Krieg auftreten und dafür 15 Jahre Gefängnis riskieren oder selber fliehen müssen. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank an alle Musikerinnen und Musiker, die uns diesen wunderbaren Abend schenken. Herzlichen Dank an Clemens Freude und Daniel Landau, die es in erstaunlich kurzer Zeit zustande gebracht haben, das hier auf die Beine zu stellen. Und danke an Nachbar in Not und SOS Kinderdorf, die die Spenden an Menschen in Not weitergeben werden. Und zum Abschluss möchte ich nur wiederholen, was ich schon beim Konzert im Happelstadion gesagt habe. Unsere Solidarität, unser Mitgefühl, unser gemeinsamer Wille, in Freiheit und Frieden zu leben, ist stärker als jede Aggression. Die Freiheit wird sich durchsetzen. Der Frieden wird sich durchsetzen. Die Demokratie wird sich durchsetzen. Einen schönen Abend noch. Danke. Und wir wollen jetzt noch einmal ganz herzlich willkommen heißen. Bitte einen großen Applaus für die beiden Veranstalter, Daniel Landau und Clay Freude. Und euch bitte ich jetzt, die Hände bereit zu halten. Wir kommen jetzt zur Schweigeminute und dem Lichtermeer. Ich darf übergeben an Daniel Landau. Daniel, Yes We Care am Heldenplatz. Warum? Danke. Danke, lieber auch Herr Bundespräsident Doris Schmidauer. Ich glaube, Sie ahnen, was das für uns alle, für die Künstlerinnen, für die Künstler, für die Menschen im Land und auch für die Menschen in der Ukraine bedeutet, dass Sie hier auch da sind. Yes, We Care, das steht von Anfang an für einen Gedanken, für eine Idee, für eine Haltung, eine generationsübergreifende Haltung. Und ich bin davon überzeugt, sie ist auch mehrheitsfähig. Sie begann mit Covid, mit der Frage, du bist uns nicht egal, wir nehmen Rücksicht. Deswegen auch unser dringender Appell, bitte tragt weiter die Maske. Ich sehe so viele gelbe Masken, verschiedene Farben von Masken von mir. Ich sage ausdrücklich Danke für diese Form von Rücksichtnahme. Yes, We Care gilt aber unteilbar, der Herr Bundespräsident hat das erwähnt, für alle Menschen in Not, für alle auf der Flucht,
ich sage bewusst auch für etwa jene aus Afghanistan, für Menschen, die immer noch auf Lesbos für unsere Hilfe, auf unsere Hilfe warten und andere Menschen in Not. Jetzt gilt unser Yes We Care unteilbar für den Krieg in der Ukraine. Ein Angriffskrieg von Putin, nicht von Russland. Menschen, die zuvor schon arm waren, jetzt noch mehr unter Not leiden. Menschen, die fliehen mussten, Menschen, die fliehen müssten. Für sie stehen wir alle hier solidarisch, gemeinsam. Für den Frieden und zuvorderst für die Kinder auf der Flucht. Für diese Menschen, für die Ukraine, wollen wir gerne in wenigen Augenblicken unser Herz entzünden, das wir hier symbolisch auf der Bühne aufgestellt haben. Und ich darf auch euch und Sie alle darum ersuchen, Sie haben es vorher mit Ina Regen so schön geübt, mit Ihren Lichtern den Heldenplatz zum Erstrahlen zu bringen. Hier wollen wir das Licht leuchten lassen. Ich weiß, viele Menschen mehr machen das gerade jetzt auch in Österreich. Unser Licht, unser Herz, unser Lichterherz, dieses Lichtermeer für die Ukraine, für alle Menschen in Not. Und ich möchte Sie darum bitten, jetzt auch mit uns gemeinsam eine Minute zu schweigen. We stand with you, Ukraine. Ich danke. Unsere Herzen brennen für die Menschen in der Ukraine, für dieses starke Land. Danke euch, danke Ihnen. Danke Daniel Landau, danke euch alle für dieses starke Zeichen. Danke, Herr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, und danke, Frau Schmiedauer, und vor allem danke, Daniel und Clay Freude, für die Organisation dieses Abends. Danke sehr. Ja, und euch möchten wir bitten, den nächsten Künstler ganz herzlich willkommen zu heißen. Er kommt aus der Ukraine und wird uns ein ukrainisches Lied spielen und danach die ukrainische Nationalhymne. Hier ist Denis Braga. Your protest against this war. Thank you for that. Thank you, Mr. President. Thank you, everyone who organized this and everyone who is here. Thank you for that. In Ukraine, we say Slava Ukraini. What means glory to Ukraine? And the people answer Heroyam Slava, what means glory to heroes. Slava Ukraini! Heroyam Slava! Slava Nazi! Ukraine! Stop war!
Ich begrüße jetzt auf der Bühne, während umgebaut wird für Ina Regen, die Staatssekretärin für Kultur Andrea Mayer und einen der Organisatoren des heutigen Abends, Daniel Landau. Herzlich willkommen auf der Bühne von Yes We Care. Der Solidarität, das werden Spenden gesammelt, das ist auch ein Abend der Kultur. Nicht nur heute. Was tut sich alles in der österreichischen Kulturszene in Solidarität mit der Ukraine? Danke, liebe Frau Milborn, verehrtes Publikum. Vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen, bei euch sein kann. Herzlichen Dank den Organisatoren und vor allem den Künstlerinnen und Künstlern, die sich heute zu so einer Verfügung stellen. Es ist eine großartige Atmosphäre und ich freue mich, hier heute bei euch zu sein. Die österreichische Kunst- und Kulturszene hat von Anfang an ganz deutliche Zeichen gesetzt. Zeichen der Hoffnung, der Gerechtigkeit, der Solidarität mit der Ukraine. Es finden über ganz Österreich Benefizveranstaltungen statt. Die ganze Kunst- und Kulturszene in Österreich bemüht sich hier einzubringen und es ist ein starkes Signal. Es zeigt, dass die Kunst der Kitt für unsere Gesellschaft ist, dass er völkerverbindend ist. Egal, wo Kunst stattfindet, überwinden wir Grenzen, Generationen, Nationalitäten. Und das ist heute ganz besonders spürbar. Und darüber freue ich mich. Und vielen, vielen Dank für diese Signale, die auch vom Publikum, von euch ausgehen heute an die Ukraine. Signale der Hoffnung. Und die Künstler geben heute künstlerische Ausrufungszeichen für Frieden, für Gerechtigkeit, für Solidarität. Herzlichen Dank, Frau Staatssekretärin. Daniel Landau, das Bundesministerium für Kunst und Kultur unterstützt diese Veranstaltung, aber nicht nur. Ich möchte auch noch mal Gelegenheit geben, zu sagen, wem... Bitte Entschuldigung, ich bin Zürcher. Wir sind noch immer Kari Kari, wenn ich exakt gestartet bin. Geht's nicht gut? Das ist auch Rock'n'Roll. An alle Bands, die heute hier gratis spielen für diese Solidaritätskultur. Malapit nang matapos. Hanggang 11 pa o'clock pa ito. Nag-umpisa ng 1 o'clock p.m. Matapos na. Sobrang dami ng tao na nakipag-cooperate sa event na ito. Napaka-ano guys, support talaga ng Austria sa lahat ng mga supportive sila talaga kasi sila neutral, walang kagandahan dito. So last 2 weeks ago ang natulungan na dito na naka-registered na dito from Ukraine is may 7,000 na naka-registered na sila ay magtatrabaho na dito. So, yan ang kagandahan.